Bleibt ihr da drin? Du hast mich auf YouTube abonniert. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Da freue ich mich. Das ist lieb von dir. Die sind drin, ne? Hallo? Keine Sorge, nur den Schlüssel vergessen. Komm aber klar, danke. Okay, der kommt gleich durch. Haha, Idiot, jetzt hast du ihren Kasperkopf-Schießen veranstaltet. Oh Mist. Ja, ja. Dose können wir mitnehmen. Ich höre es hier irgendwo noch klatschen. Aber hier drin sind wir eigentlich relativ sicher gerade, ne? Ich höre ein Fensterberstenöl. Wer hat denn da ein Fenster eingeschlagen? Die Tür mag mich nicht. Das habe ich gemerkt, deswegen vermöbel ich die auch. Versteckt. Okay, wir sind drin. Klamotten. Was ist denn hier los? Ich will die mal abdrehen. Kriegen aber zumindest Eisen. Was ja auch nicht gerade das Schlechteste ist. Mir macht es ein bisschen Sorge, dass hier so hinter uns die Tür offen ist. Ja, ja. Tresor gesperrt, natürlich. Oh. Oh, ich hab da nicht zu viele drin. Die wollen Hallo sagen. Na, haben sie doch jetzt. Kann ich jetzt da eigentlich schon durchschießen? Nee. Okay, dann komm mal ran, Kollege. So. Meine Güte, war das nur der eine, der hier so ein Terz gemacht hat? Ja, ein Knast. Das ist ja toll. Erinnert mich gerade ein bisschen an Walking Dead. Bei Walking Dead hat es ja auch eine Staffel lang geklappt, sich in einem Knast zu verstecken. Ob es hier irgendwie Medizinschränke oder so gibt? Ich hau mal nochmal eine Strawberry rein. Immer so ein bisschen aufrechterhalten, das mit dem Essen.
Gut, wenn die nicht gerade die eine Tür da hinten erwischen, müssen wir eigentlich theoretisch hier ziemlich sicher sein. Hier kommen wir dann oben drauf. Ach, das sind jetzt nur so Türme hier, ne? Das ist natürlich... Das ist natürlich ungünstig. Vielleicht da im Trakt, vielleicht ist da irgendwas Nützliches. Na, dann gehen wir wieder. Ist ja Walking Dead, aber nur fast. Das stimmt. Wobei die Zombies bei Walking Dead nicht so... Oh. Ah. Nicht so wie bescheuert hier rumgebrüllt haben. Ich nehme an, den Zaun kriege ich leichter kaputt, oder? Der ist ja schon kaputt da hinten. Was ist denn hier los? Kann ich ja ein bisschen Ruhe bitten hier. Hier ist er doch kaputt. So, zack. Kann ich den mitnehmen? Ah ne, hier ist noch Müll. Nischt, Mülltonne. Federn. Federn sind gut. Alter, für ein stabiler Zaun. Nicht schlecht. Ah, hier. Versuchen wir da mal reinzukommen und irgendwie Antibiose zu finden. Ich habe gar nicht mein Licht an, fällt mir auf. Trotzdem kiet er so weg, das ist nicht schlecht. Es wird immer hier Walking Deadiger, ne? Einfach mal neue Wörter erfinden. Neologismen im Stream. Hallo, kann ich hier in die Toilette? Nein, will ich auch nicht. Ich glaube, ich befürchte, wir werden hier nicht sehr viel Erfolg haben, was irgendwie... Oh. Was das angeht. Ich habe noch meine Lampe an, fällt mir gerade auf. Ist aber auch besser so. Oh, was ist denn hier? Kann ich die mitnehmen? Nein. Haben die hier nur Zellen? Kein Verwaltungsgebäude irgendwie? Die Türen hassen mich, ja, die stehen mir immer im Weg, ne? Ja, das bringt schon wieder nicht viel hier, das sehe ich doch jetzt schon. Achso. Na, das ist, glaube ich, hier nischt. Das ist, da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Hier sind nur Zellen drin. Da ist wieder so ein oller Turm. Da ist auch ein Turm. Turm. Ähnlich wie Wurm. So. Gehen wir mal weiter. Da hinten dieser Block, der ist natürlich extrem interessant. Das fette Ding da. Weil sind das... ist das ein Schornstein? Oder eine Antenne? Eine Antenne, glaube ich eher. Was ist das hier? Das ist ein Saloon. Schnuckelig. Können wir eigentlich mal gucken. Alles ruhig. Ich hau mir noch eine Beere rein. Durchsuche Schrank. Glaskrug. Taschenmotorrad. Taschenmotorrad. Ist das gut? Das würde ich ja gerne mal bauen. Das kleine Häuschen da können wir auch mal mitnehmen. Hier ist die Tür noch zu. Weil wir sind ja schon fast an diesem großen, fetten Block da.
glaube, die hat uns nicht gesehen. Wie man Moderator werden kann, die suche ich mir aus. Da muss man mich nur oft genug beleidigen für, wie in Nadines Fall, und dann wird man Mod. Handtasche. Große Rindfleischration essen. Flasche Wasser, sehr gut. Moment, ich kann gerade nicht lesen. Diese blöden Chatty-Pop-Ups immer vom Chat. Das Moped ist nicht schlecht. Bist schneller und hast zusätzlichen Stauraum. Kann ich mir das Rezept hier mal angucken? Erstmal haue ich mir da eine Beere rein. So, Motor. Ach so, da muss ich erstmal das und Lenker und Sitzbank. Okay. Ich habe dich nie beleidigt. Na gut, so gesehen stimmt das sogar. Einer von diesen Fetten, ne? Oh. Total verrissen. Zum Glück habe ich den noch gehört. Alla, die Waldfee. Was ist das denn? Salatkartoffel. Ich bin immer verliebt, weißt du? Na gut, nicht immer, aber ziemlich oft. Okay, vielleicht selten. Aber lieb halt. Ja, ja. Geht ja schon los, wenn Truperchen tanzt. So, wir haben das Ding hier geöffnet. Was ist jetzt los? Obergrenze für Wohlbefinden ist gesunken. Ah, shitte. Mist. Naja, aber ein Einkaufshaus oder so ein kleiner Store hier. Mit etwas Glück finden wir hier tatsächlich Antibiotikum. Wir könnten hier uns was zu essen kaufen. Womit zahlt man denn hier? Ne, nicht eh. Ich will da raus. Wir könnten uns hier zu essen kaufen. Ich weiß nur noch nicht, mit welcher Währung. Mann, viel zu viele Tasten hier schon wieder. Angelblei, Patronenhülse. Hier muss es doch eine Einkaufskorb fürs Taschenmotorrad. Nehmen wir mal mit, vielleicht bauen wir auch mehrere, sagte er großkotzig. Wie lange braucht der denn? Vergiss es. Ich nehme an, hier geht's wieder raus. Das ist hier die Laderampe. Ich muss... Oh, danke. Ich muss trinken. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. So. Heieieiei.
Deswegen ist auch eben alles gesunken, ne? Schimmeliges Brot. Bier. Perfekt, was will man mehr? Jetzt gucken wir nochmal hier. Hier sind zumindest Sanitäranlagen. Okay, dann einmal Daumen drücken. Verrottenes Fleisch, toll. Vitamine. Scheiße. Trübes Wasser. Ja, müsste ich was wegschmeißen. Brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Das kann ich mitnehmen. Die kann ich mitnehmen. Klebeband, glaube ich, ist extrem gut. Was macht das? Komm, hauen wir weg. Aber so schnell Spiritus.